Ich grüße hier HM, einen Englischlehrer, der mich als Knabe unterrichtet hat. Ich war immer ein bisschen faul beim dritte Person S anhängern und was weiß ich, habe ich mal vergessen. Aber ich habe von ihm immer gehört, zu sagen, William Shakespeare hat er gelesen, im Original. Habe ich mir gedacht, ich kaufe mir die Billigbox. Und lese es heimlich in den großen Ferien, Sommerferien. Da habe ich immer gelesen, Shakespeare, alle Dramen, Maß für Maß, Kaufmann vom Weg, Verona, die Romeo und Julia und das Ganze. Dann habe ich mit Klaus Kinski einmal eine kurze indirekte Begegnung gehabt. Da ist jetzt so eine Streit herausgekommen, weil es hat einmal so ausgeschaut, als wen Herrn William Shakespeare vorgeworfen worden wäre. Also ich habe das aufgefasst, er sei ein Weiberfeind. Das ist aber wirklich nicht so. Wenn du so viele Liebes-Sonett-Drama in jeder Form, verstehst du, äußeren schriftstellerischen Form bringst, immer über Liebe, Sehnsucht, über die Meinung schneiden, Liebesbärchen zerstreuen, denk mir, Romeo und Julia, dieses Schicksal. Also diese Verhassung zwischen Adelsgeschlechtsfamilien über Jahrhunderte hinweg, oder Generationen hinweg. Da kann man nicht sagen, Shakespeare ist ein Frauenfeind gewesen, sondern ein großer Frauenfreund. Er liebte Frauen und die Liebe. Und auch den Mann, den schönen Mann. Also die Großartigkeit. Aber er schrieb den König Lear aus diesem Grund, dass er sagte, es gibt auch Zustände in der Menschwerdung, in der Entfaltung zwischen Töchtern, die nicht gehorsamer sind, die der väterlichen Zügel nicht mehr gehorchen und den eigenen Vater, selbst dann, wenn er königliche Hoheit ist, ausnützen, ausplündern, ihn bedrohen, ihn züchtigen, ihn einsperren, ihm alles wegnehmen. Vom guten Essen bis zur Musik, bis zur Kultur, ihn schließlich sogar einsperren, vom Hof vertreiben, also isolieren und demütigen. Also rattenhafte, mörderische Töchter, die kannibalenartig zuschlagen auf die väterliche Hoheit, auf die königliche, verstehst? Die zu absoluten Mörder, also Kindermörderinnen, Vatermörderinnen und schwersten Kannibalen insektenartig giftig anfallen, verstehst? Und das wollte William Shakespeare auch einmal zeigen. Also diese Dekadenz, den Verfall einer absolut kannibalisierten Gattung, einer entratenen, törichten Tochter, die völlig aus dem Zügel des autoritären Mannes entflüchtet, verstehst, und ihn dann befällt. Selbst wenn er Vater ist, selbst wenn er König ist, verstehst? Die vor keiner Gewissen mehr zu lenken ist, verstehst? Und diesen Aspekt hat William Shakespeare auch gezeigt. Jetzt kann man nicht sagen, William Shakespeare sei frauenfeindlich. Der hat die meisten Liebessonette geschrieben, die meisten Liebesdramen, alles. Die Liebe, verstehst du? Aber auch das Durchleuchten von Mörderinnen.